Die Sportarena aus dem Studio K19. Wir begrüßen immer wieder Sportler aus Vorarlberg oder die in Vorarlberg tätig sind oder waren. Hannes Aigner. Aus ja. Schwarz ganz genau eigentlich, oder Wehrberg? Wehrberg eigentlich, bin ich ja Wehrberger. Ist ein bisschen, 10 Minuten weg mein Auto, eine Viertelstunde, ein bisschen höher gelegen am Berg. Da bin ich aufgewachsen und habe meine ersten Schritte als Fußballer auch gemacht. Genau, du hast also jetzt die Karriere eigentlich offiziell beendet, bist aber natürlich noch beim SC Altach. Mhm. In Wehrberg hat alles begonnen, in der U9 oder wo hast du da begonnen, Jugend oder was damals geheißen? U6, U7 fängt man eigentlich an und in dem Alter habe ich halt auch ganz normal angefangen. Habe dann einfach die ganzen Nachwuchsmannschaften mitgemacht. Das ist ein ganz kleiner Ort auf dem Plateau, wunderschön gelegen, mit 2.500 Einwohnern. Also da habe ich eigentlich das Ganze angefangen. Ja. Ja, bis der Weg dich über Innsbruck dann auch zu Austria Wien und zur Champions League Qualifikation geführt hat, da reden wir etwas später. Aktuell, der SC Altach hat am vergangenen Wochenende das Heimspiel verloren. Eine Woche vorher hat man im Westderby gewonnen. Mhm. Man ist noch nicht ganz durch. Das kann man, glaube ich, schon auch so beschreiben. Man hat natürlich 6 Punkte Vorsprung gegenüber den Tirolern, gegenüber Innsbruck, aber man ist noch nicht ganz durch. Na, ganz klar. Also die Niederlage tut uns schon sehr weh, das muss man ganz klar sagen, weil wir auch mit einem Unentschieden schon sehr viel richten hätten können, so kann man sagen. Und da war einfach die Leistung nicht gut genug, dass man einen Sieg oder einen Unentschieden einfahren hätten können. Wir haben zu viele Fehler gemacht, sind teilweise in alte Muster zurückgefallen, da war so ein bisschen behäbig war das Ganze und das darf uns einfach nicht mehr passieren. Jetzt. Und ich bin aber auch sehr, sehr positiv, dass das jetzt ein Ausrutscher war und dass wir jetzt im nächsten Spiel in Mattersburg, was schon sehr schwierig ist, aber dass wir da wieder ein anderes Gesicht zeigen werden. Der Trainer, den man jetzt hat, das könnte ja auch ein Vorteil sein. Da ist ja bei Sparta Rotterdam zum Beispiel aufgestiegen und hat dann eher im Keller mitgespielt. Mhm. Sie sind ja mittlerweile wieder abgestiegen, aber er kennt auch, wie es ist, natürlich gegen den Abstieg zu spielen. Das kann auch ein Vorteil sein, wenn man Nerven behalten muss. Ja, natürlich hat er Erfahrung da, spielt da eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ich finde, dass er es extrem gut macht, Alex Basta. Er wirkt sehr ruhig, strahlt es auch auf die Mannschaft aus, dass er mit Ruhe an die ganze Geschichte rangeht und versucht mit vielen Einzelgesprächen einfach die Mannschaft besser zu machen, sie auf sie positiv einzuwirken. Und man hat es ja auch gesehen, die Runden vorher, das sind einfach sehr, sehr wichtige Punkte auf unser Konto kommen. Und ich hoffe, dass natürlich jetzt dass die nächsten Runden in die Richtung weitergehen, aber er macht wirklich gute Arbeit. Die nächsten Runden sind, auswärts jetzt gegen Mattersburg, gegen den Ex-Trainer kann man da, der studiert das Ganze natürlich, sehe ich ganz genau, kennt die Mannschaft auch zum Teil noch. Ja. Dann spielt man gegen die Admira, Hartberg und am Schluss noch einmal gegen Rapid. Genau. 4 Spiele, bedeutende Spiele auch für den Verein, denn man hat jetzt eine Tribüne dazu. Man hat schon gemerkt, auch jetzt, wenn die Erfolge wieder da sind, da bewegt sich gleich was. Ja. Fast am meisten Zuschauer neben Rapid jetzt in dieser unteren Gruppe. Mhm. Also von dem her würde ja alles passen jetzt wieder. Na, ganz klar. Also man hat jetzt wirklich infrastrukturell einen nächsten Schritt gemacht. Es wird jetzt die nächste Bühne wieder gebaut, wie du gesagt hast. Und der Gästesektor neu gebaut. Es kommt das Trainingsgebäude jetzt neu, das was im September oder August dann eröffnet werden soll. Also, wir machen wirklich Schritte und jetzt ist halt auch wichtig, dass wir als Mannschaft für den Verein dann auch in der Liga bleiben. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, denke ich, weil mit den ganzen Dingen, was jetzt rundherum passieren, muss einfach Sportliche auch wieder eine bessere Rolle einnehmen. Ja, bis vor einigen Monaten war ja Werner Graber noch im Amt. Der hat es nicht leicht gehabt, da sind auch von außen sehr viele Stimmen dann gekommen, immer wieder, ja, der muss weg, der ist zu jung, der ist noch nicht routiniert und alles. Trotzdem hat er, oder man hat ja auch das Gefühl, hat er eine gute Mannschaft geformt. Es ist ihm halt nicht aufgegangen. Ja, leider. Also es tut mir wahnsinnig leid für den Werner, weil er ganz ein feiner Mensch. Ein sehr, sehr netter Mensch und auch ein guter Fußballtrainer. Also er ist fachlich wirklich top und wir haben es einfach nicht hinkriegt miteinander, dass wir bessere Ergebnisse einfahren können. Es sind sehr viele Spiele ganz knapp immer ausgegangen, wo wir mit einem Tor verloren haben oder einfach spät noch einen Ausgleich oder das Gegenteil bekommen haben. Und das, irgendwann ist das dann also ein bisschen eine Spirale, wo das ganz, ganz schwierig ist zum Auffangen. Und wie gesagt, es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass das nicht geklappt hat. Ich war felsenfest der Überzeugung, dass das
mitten waren, in eine gute Richtung gehen wird. Aber so ist halt leider manchmal das Fußballgeschäft. Es fehlt halt auch wahrscheinlich ein Knipser wie du. Ich habe es geschaut, Berisha ist sicherlich ein sehr guter Mann, hat 6 Treffer erzielt in wenigen Spielen. Mhm. Aber wenn man dann schaut, du hast gerade mal 10 Spiele, glaube ich, acht Spiele absolviert. Ja. Und hast trotzdem 5 Treffer, gleich viel wie Kürbitz zum Beispiel oder Fischer, der hat auch noch 5 Treffer. Also von dem her, da vorne, es fehlt halt schon jemand. Ja, jetzt, die Situation war halt dann so, wie es war. Also ich habe das leider nicht ändern können. Ich habe mich Anfang der Saison wirklich sehr, sehr gut gefühlt und auch körperlich auf einem guten Level. Ich bin ja keine 20 mehr und von dem her war das einfach ein entscheidender Faktor, dass ich noch auf dem Niveau spielen kann, dass ich da körperlich mithalten kann. Und es hat dann sehr gut funktioniert am Anfang und dann ist halt die Geschichte gekommen und ja, das ist in einem Verein dann manchmal so und da müssen halt dann andere Jungs einspringen, aber ich denke, dass das nicht jetzt an einer Person festzumachen ist oder ich glaube, dass einfach die Mannschaft dann das generell einfach nicht so auffangen hat können, das Ganze und die Leistungen waren einfach nicht gut, jetzt auch die Spiele, wo ich gespielt habe, war jetzt auch nicht mehr alles gut, aber das passiert im Fußball und Gott sei Dank haben wir jetzt mit dem Allgemeinen einen Stürmer, der was jetzt viele Tore geschossen hat im Fußball, sehr effektiv ist und auch gute Leistungen bringt. Aber ich denke auch, dass schon im Verein noch andere Stürmertypen da sind, die was durchaus die Qualität haben, für Alltag Tore zu schießen. Wenn man jetzt bei dir hernimmt, deine Verletzung an den Augen, was war da? Hast du nicht so mal gesehen oder was war das genau? Nein, es war ein Trainingsunfall, so kann man es beschreiben. War ganz ein normales Standardtraining, wo wir Eckballtraining gehabt haben. Habe dann doch einen ziemlich scharfen Ball am Kopf gekriegt und ich denke, dass ich ein bisschen wenig Spannung im Genick gehabt habe und ab dem Zeitpunkt immer, wo ich einen Ball drauf gekriegt habe, habe ich dann Doppelbilder gehabt. Also ich habe das komplette Bild, was vor mir war, einfach doppelt gesehen und das hat dann ja, ungefähr Minuten, vielleicht ein bisschen länger gedauert und dann hat sich das wieder einpendelt. Also bei jedem Kopfball und das ist dann einfach nicht mehr gegangen. Das ist dann mühsam, wenn bei jedem Kontakt mit dem Ball im Kopf Doppelbilder da sein. Ich habe dann noch eine Woche probiert, mitzutrainieren und habe auch dann noch ein Spiel gemacht im Cup und auch bei der Admira noch kurz zum Schluss. Aber die Wochen drauf war mir einfach, das war ein ungutes Gefühl und dann haben wir das abklären lassen. Das hat leider nicht mehr funktioniert. Du hast für österreichische Verhältnisse eine super Karriere eigentlich hinter dir. Du hast den Weg gemacht von Innsbruck, du hast bei Austria Wien gespielt unter anderem. Du hast beim LASK gespielt, ja. Wiener Neustadt auch. Genau. Wenn man auch bei dir ein bisschen schaut, du bist ja dreimal, glaube ich, Zweitligameister dann geworden, aber mit Wacker Innsbruck, also aufgestiegen und dann auch den Weg gegangen. Aber beim SC Altach, da hast du eine lange Zeit hinter dir, die längste Zeit, 2012 bis jetzt. Genau. Warum bist du so lange eigentlich in Vorarlberg geblieben? Ja, da gibt es mehrere Gründe. Erstens ist einmal einfach, dass das vom ersten Tag an passt hat das Ganze. Also, wie ich hergekommen bin, habe da super nette Leute kennengelernt, jetzt auch in der Umgebung, wo ich wohne. Die Nachbarn sind richtig, richtig nette Leute, wo ich hoffentlich einen Kontakt nie verlieren werde, weil wir uns einfach sehr wohl gefühlt haben von Anfang an und auch mit den Zuschauern und mit dem ganzen Verein, das familiäre Umfeld, wie es da herrscht. Man kennt einfach jeden und ich kenne wirklich, denke ich, 95% vom Verein beim Vornamen und das mag ich einfach. Ich bin so aufgewachsen, ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen und von dem her hat das einfach von Anfang an gepasst und für mich hat es da eigentlich nie mehr irgendwo was anderes gegeben, was ich jetzt wirklich lieber machen hätte wollen, als wir das da in Alltag. Wenn man so die Jahre Revue passieren lässt, ich meine, da sind besondere Spiele auch dabei, ja. Wenn man 3 Jahre zurückdenkt oder ja, 3 Saisonen, wenn man Salzburg weggeputzt hat und auch andere Mannschaften, man hat da Euroleague Quali gespielt in Tirol, da sind die Fans mitgereist, da ist schon nach wie vor, also das Alltag ist schon was Besonderes, wie Ried zum Beispiel und so weiter, also dieses Dorfgeschehen oder Gemeinde, ja. Das hat was. Nein, es ist was entstanden, das muss man ganz klar sagen, also das ist immer mehr gewachsen und am Anfang haben wir auch unter Damir Kanadi damals extremen sportlichen Erfolg gehabt, mit dem 3. Platz in der Liga, dann sind wir in der Europa League ganz knapp gescheitert, dass wir wirklich in die Europa League reingekommen sind und dann im Jahr drauf wieder 4 Spiele oder 4 Mannschaften, ja, 3-mal gewonnen und einmal wirklich um ein Tor hat sich dann leider nicht funktioniert. Aber auch in der Meisterschaft, da haben wir wirklich gute Spiele gehabt und sehr viele lässige Abende oder Nachmittage in der Cashbar in der Arena verbringen dürfen. Und ich denke, dass das dann schon auf die Leute umgesprungen ist und dass die Leute
mit, oder fasziniert hat und dann ist einfach die Stimmung auch richtig cool gewesen. Also waren sehr, sehr viele positive Geschichten, was ich auf keinen Fall missen möchte. Also es war eine richtig coole Zeit. Ja, in der Sportarena Hannes Aigner zu Gast, Fußball, also das Thema bei uns hier. Der, der gerade beim SC Altach die Karriere beendet hat, aber noch beim Verein ist. Wir haben als nächstes dann Radsport bei uns. Da gibt es nämlich live die Entscheidung vom Grand Prix Vorarlberg, das Rennen in Nenzing. Das ist das einzige internationale Radrennen in diesem Jahr in Vorarlberg. Und dann geht es bei uns in der Sportarena ebenfalls diese Woche noch um Triathlon und um Laufsport. 150 Tore hast du. Glaube, ja, wenn ich es ein bisschen zusammen gezählt habe, in der ersten und zweiten Liga, genau. Also einen Haufen Tore erzielt im Cup, also um die 40, 50, international auch getroffen. Du hast noch eine Klasse höher gespielt, international, wenn man hernimmt, als die Euroleague, sogar Champions League Qualifikation mit Austria Wien. Genau, wie ich damals zu Austria gewechselt bin, sind sie ja österreichischer Meister gewesen und dann haben wir damals gegen Benfica Lissabon um den Einzug in die Champions League gekämpft, aber da haben wir mehr gekämpft als wir gespielt. Also die waren dann schon deutlich stärker als wir. Da haben wir relativ klar dann verloren und sind dann ausgeschieden. Aber das Erlebnis selber war halt der Wahnsinn. Und dann in Lissabon, da waren auch 40.000, 50.000 Leute und in dem Stadion, wo dann der Adler reinfliegt, was das Maskottchen ist vom Spiel, da haben wir schon mal gestaunt. Und dann war einfach eine Riesenerfahrung. Und dann, zweimal in der Europa League Gruppenphase spielen dürfen und haben dann einfach gegen richtig gute, große Gegner spielen können. Und also für mich persönlich war das einfach sportlich sicher ein großes Highlight, die Spiele bestreiten zu dürfen. Du bist ja, dort ist der Cupsieger bist du geworden, unter anderem auch einer der großen sportlichen Erfolge. Wenn man aber jetzt zum Beispiel auch hernimmt, österreichische Liga, Austria Wien, die haben ja Riesenprobleme auch gehabt diese Saison. Also es kann jeden erwischen eigentlich, ja, außer also, Salzburg jetzt. Ja, Salzburg und LASK spielen eine Top-Saison auch. Aber ich glaube, dass das einfach alles ein bisschen länger zusammengerückt ist. Die Mannschaften stellen sich auf die Spielweisen der Gegner ein. Und wenn man taktisch ganz gut eingestellt ist auf einen Gegner und auch das Herzblut am Platz bringt die Mentalität dann auch dafür hat, dann kann man schon was erreichen. Da bin ich überzeugt, auch wenn man kleinere Mittel hat, wenn man als Gruppe, wie es eine Mannschaft ist, zusammensteht und da eine gewisse Energie entsteht, dann bin ich hundertprozentig überzeugt, dass mit kleineren Mitteln auch großer Erfolg da ist. Man sieht es beim WRC jetzt, die machen es richtig gut. Habe ich riesengroßen Respekt, wie die Saison spielen. Ist möglich. Bei Hartberg hat man gedacht, oh, jetzt geht ihnen der Saft aus am Schluss der Saison und dann gewinnen sie bei Rapid. Also das sind schon... Ja, aber damals mit Schwarz-Spiel sehen, wie das funktioniert. Hat es auch noch nicht gegeben, glaube ich, 4 Eigentore und 12 in einer Partie und das alles. Trotzdem, sie haben gewonnen. Sie haben gewonnen, natürlich. Ja. Punkte geholt. Jetzt ist natürlich, du bist Tiroler. Ja. Für Innsbruck, für die Wackerianer wird es ganz schwer werden, dass man da wirklich am Schluss noch sich um einen Platz zumindest verbessern kann. Also das wird eine ganz eigene Kiste. Ja, also grundsätzlich ist es so, dass ich natürlich keine Mannschaft wünsche, dass sie im Gang in die untere Liga gehen muss. Aber ich bin Tiroler und habe auch einige Jahre in Innsbruck gespielt. Also von dem her wünsche ich es natürlich am FC Wacker schon gar nicht. Weil ich einfach nur viel Bezug habe und viele Leute kenne von früher dort. Aber es ist natürlich schwierig. Sie haben jetzt das direkte Duell am Wochenende gegen Hartberg zu Hause. Das ist ein Spiel, was sie natürlich positiv bestreiten müssen und einen Sieg oder die 3 Punkte in Tirol lassen müssen. Und dann haben sie es auch in der eigenen Hand, in der Liga zu bleiben. Also sie drücken alle Daumen, die ich habe, dass sie auch den Klassenerhalt schaffen. Aber zuerst möchte ich, dass wir als Altach sicher sind. Wo würdest du jetzt sehen, in den verbleibenden 4 Spielen, wo man am ehesten jetzt diese Punkte holt, dass man ganz sicher oben bleibt? Oder sagst du, okay, jetzt kommen 4 Gegner, die können wir alle schlagen? Nein, das ist generell in dieser Quali-Gruppe jetzt so. Man hat es jetzt wieder am Wochenende gesehen. Da schlägt Hartberg, Rapid, Innsbruck schlägt uns. Also man muss an jedem Spieltag zu 100% da sein, sonst kann die jeder Gegner schlagen. Und da gibt es jetzt nicht irgendwo, wie in Mattersburg ist, das ist einfacher als wir gegen die Admira. Ja. Das ist ich glaube, Markus Schopp hat ja gesagt, ein unglaublicher Druck. Ja. Das Ganze, findest du es eigentlich schade, dass jetzt ausgenommen Rapid oder auch jetzt Altach von der Kapazität her, dass nicht mehr Zuschauer kommen, wenn wir jetzt Admira hernehmen oder auch in Hartberg?
Ja, aber das hat jetzt nichts mit der Quali-Gruppe zu tun, denke ich. Das ist jetzt generell nicht der große Zuschauermagnet. Außer es kommen halt schon die ganz großen Vereine. Natürlich sind dann vielleicht die 1000 oder 2000 Zuschauer mehr. Aber bei uns, wir haben unseren Schnitt und bei uns ist das richtig gut geworden. Es hat sich wirklich jetzt wieder entwickelt, dass viele Zuschauer ins Stadion kommen. Natürlich ist es schade für den österreichischen Fußball, dass weniger Zuschauer da sind, aber ich glaube das jetzt nicht, dass man das der Quali oder der Meistergruppe umhängen soll, wer da gegen wen spielt. Unter mir für Hamburg ist die Situation jetzt einfach ein Wahnsinn. Die sind schon 15 Punkte voraus gewesen, sind jetzt mittendrin. Jetzt mit der Teilung ist es schon sehr, sehr heftig für sie, dass sie das auch mental jetzt da verarbeiten können, dass sie da jetzt wirklich ums letzte Hemd kämpfen müssen. Ja, euch Spieler wird es ja wahrscheinlich jetzt nicht so belasten, wenn nicht so viele Zuschauer im Stadion sind. Aber ein Phänomen ist zum Beispiel auch Innsbruck. Mhm. Wenn es da ein bisschen läuft, nur wenn sie 3-4 Mal gewinnen, dann haben sie fast 10.000 Leute. Verlieren sie aber 3-4 Mal, dann sind noch 2.000 Zuschauer in so einem Stadion. Ja, leider. Also in Innsbruck hat sich das auch so entwickelt in den letzten Jahren, dass schon die Zuschauer nicht mehr so gerne ins Tivoli gehen, was ich sehr schade finde. Vor allem, wenn man dann doch erfolgreicher ist, dann sieht man noch, was für Potenzial das möglich ist. Aber es ist einfach seitdem, damals 2002 der Konkurs war, ist ein bisschen das Vertrauen verloren gegangen. Und das ist einfach irgendwie nicht mehr wiederherzustellen, hat man das Gefühl in Tirol. Und tut mir sehr, sehr leid für den Verein. Aber irgendwo muss man dann mit gewissen Aktionen einfach versuchen, wieder die Leute ins Stadion zu bekommen. Mit Erfolgen wird es. Mit Erfolgen ist sowieso immer das beste Mittel, das ist klar. Ja, wir reden in der Sportarena mit Hannes Aigner. Er kommt ja aus Schwarz und hat in Wehrberg begonnen mit Fußball zu spielen und die Karriere hier beim SC Alter nun ausklingen lassen. Nicht gewollt, weil du hättest locker, so wie du beieinander bist, noch 3-4 Jahre spielen können. Zumindest einmal 2 Saisonen auf dem Niveau. Ich meine, da wird dir jeden Tag voll gefordert. Wäre sie wohl schon nach Hause gegangen? Das ist schwer zu sagen, da möchte ich jetzt nicht gescheit sein und sagen, es war jetzt nochmal 2-3 Jahre gegangen. Möglich, aber da gibt's ist. Gibt es einen in der Bundesliga über 40? Nein, nicht mehr. Es hat früher einmal, glaube ich, Herbert Weber war über 40. Bischicki-Gruber, glaube ich auch. Ja, bei der Dormann ist nochmal eine andere Situation. Aber jetzt in der Bundesliga bin ich der älteste Spieler und ist auch sehr selten, dass der Spieler in dem hohen Alter dann doch nur spielen können. Ist doch wieder die Luft in Wehrberg oben. Gesunde Luft. Die höhere Luft anscheinend. Ja, höhere hat Luft. Das ausgemacht, ja. Oder die Gene, was ich mitgekriegt habe, keine Ahnung. Das wird aber der Fußball entwickelt sich jetzt auch eher in das hin, dass das eher auf jüngere Spieler geschaut wird oder dass die mehr forciert werden. Und muss man dann annehmen, ist zwar nicht immer der richtige Weg aus meiner Sicht. Also, du brauchst einfach Erfahrung in einem Team. Nur mit Jungen ist das dann auch schwierig, aber es entwickelt sich schon in die Richtung. Ja, bei Alltag kann man schon auch sagen, dass die Alten, die Routiniers, eigentlich schon viel jetzt beigetragen haben. Netzer 33, Kobras im nächsten Frühling drin, auch er wird 33, bei dir 38. Also von dem her, da sind schon routinierte Spieler, auch die Zügel in der Hand haben, nach wie vor. Und ist auch sehr gut, wenn man jetzt in dieser Position war. Na genau, also man hat einfach viel erlebt und man hat auch schwere Situationen mitgemacht. Und da kann man einfach auch unterstützend sein, vor allem wenn ich noch viele junge Spieler dabei habe. Für mich ist einfach wichtig, dass die Mischung passt in einer Mannschaft, dass ich nur mit über 30-Jährigen, das macht auch keinen Sinn natürlich. Aber das ist halt genau, ja, das ist möglich. ich habe eh beim Heimatverein schon jetzt einen Zettel am Tisch liegen. Über 30-Jährige dürfen mitspielen. Ich bin ja eigentlich deutlich älter als alle anderen Spieler, also 33, 32. Das ist dann schon nochmal ein Unterschied, wo man auf einem hohen Niveau spielen kann. Und ich traue das auch an Pippa oder an Kobi zu, dass die so lange Fußball spielen können. Sie sind körperlich sehr, sehr gut beieinander und die Leistungen stimmen auch. Aber es braucht einfach Leaderfiguren in der Mannschaft, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, du wirst gemeinsam mit Mario Vega, dem Spieler, Berater und Vermittler, oder er hat da so eine Agentur auch, wo er Spieler betreut, ab Sommer mit ihm zusammenarbeiten. Genau. Das heißt, es geht international für dich, also in die nächste Stufe. Hat ja etliche Spieler auch Vorarlberger, die bei Mannschaften im Einsatz sind, egal ob beim 1. FC Nürnberg und so weiter. Tolle Aufgabe. Ich freue mich extrem jetzt auf die Aufgabe, vor allem, es ist ein fließender Übergang, wo ich im Geschäft bleiben kann, was extrem spannend ist für mich, weil ich auch schon sehr viele Sachen erlebt habe mit Berater. Ich bin nicht immer bei Mario gewesen und
habe da auch draufgezahlt früher einmal, da habe ich auch Lehrgeld zahlen müssen. Und ich möchte es einfach so machen, wie es der Mario auch vorlebt. Der Mario, mit den Sachen, wie er das lebt, da kann ich mich super identifizieren. Und von dem her ist das einfach für mich auch etwas, wo ich vor allem junge Spieler, denke ich, schon helfen kann, auf ihrem Weg die richtigen Entscheidungen zu treffen oder sie zu unterstützen oder wie auch immer. Und dafür, auch für sie da zu sein, das ist ganz, ganz wichtig im Fußballgeschäft. Es funktioniert nicht immer alles, es gibt nicht nur Höhen. Und da ist dann schon ein Berater, der was dann auch Freund sein soll, nicht nur da sein soll, wenn ein neuer Vertrag zum Aushandeln ist, sondern auch während ein Jahr einen Spieler betreut. Sehr, sehr wichtig. Der Mario hat einen Alessandro Schöpf mit 15 kennengelernt und hat ihn ab da mitbetreut. Das ist einfach ein Zeichen für mich, wie man arbeiten kann in dem Geschäft. Das ist nicht alltäglich, ich weiß, dass für das zugeht. Und von dem her, ob das der Alessandro ist oder der Buchsteller, der Guido oder der Margreiter Georg, jetzt, was in Vorarlberg ein großer Name ist, das sind schon Spieler, die wo man auch sieht, dass mit guter Arbeit, wenn man fleißig ist, dass man was erreichen kann. Margreit einmal erzählt, ganz interessant, da braucht man, glaube ich, auch den Rückhalt von einem Berater, wie Mario Weger. Genau. Er hat ja wochenlang oder monatelang müssen alleine trainieren und alles, genau. Ist ja eine Nervensache dann auch. Und dann hat er den Sprung nach Nürnberg geschafft und es geht ihm gut. Er hat auch nicht nur Höhen gehabt in seiner Karriere. Und trotzdem ist der Georg auch seit Beginn eigentlich mit dem Mario unterwegs. Und das sind einfach Zeichen, was für Mario sprechen, da bin ich ganz klar. Und so in die Richtung will ich auch arbeiten. Bei Georg war es jetzt zum Beispiel, hat eine Verletzung gehabt, eine Operation, und der Mario ist rausgefahren und ist die zwei Stunden nach der Operation da gestanden und hat ihn unterstützt in einer schweren Phase. So stelle ich mir das auch vor, dass sowas in die Richtung funktionieren kann. Bei Weger auch bemerkenswert, ist keiner, der sich groß irgendwo im Mittelpunkt stellt, sondern ganz ruhig und mit den Athleten dann unterwegs ist. Ja, sie haben großer Pluspunkt auch, und ich glaube, für ihn kann man ja wahrscheinlich auch noch viel lernen. Ja, vor allem in dem Geschäft. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich Anfänger. Ich kenne mich im Fußball schon ein bisschen aus, weil ich einfach viel erlebt habe. Aber da sitzt man auf der anderen Seite vom Stuhl oder vom Tisch. Und da muss man dann schon lernen, wie man mit dann Sportdirektoren, mit Vereinen dann redet, wenn man da einen Zugang herstellt. Aber in Österreich kenne ich doch den einen oder anderen durch das, dass ich bei einem oder anderen Verein auch gespielt habe. Und das macht es dann schon leichter. Aber viel wichtiger ist immer der Spieler. Der Spieler muss im Mittelpunkt stehen. Für den muss man einfach schauen, dass man ein Umfeld schafft, dass er sich nur am Fußball konzentrieren kann und dass er auf seine Leistung schauen kann. Für das ist ein guter Berater da und genauso will ich arbeiten. Wunderbar. Dann bedanken wir uns eigentlich fürs Gespräch. Ich bin überzeugt, dass der SC Alltag, wie auch alle übrigens, auch im kommenden Saison ganz oben spielen wird. Schöner Kopfhörer. Hat er auch noch gekriegt, da, den können wir vielleicht sogar noch einblenden. Ein cooles Teil, ja. Also das wir da haben vom Heimer Schnalzger, die Nummer 25. Mit Namen, also ja. Eine richtige Gabe. Den will ich gar nicht aufmachen, den stelle ich in die Vitrine ein. Da habe ich eine richtige Freude mit dem. Also schaut richtig cool aus. Ja, wir dürfen dich wieder mal einladen. Sehr gerne. Ja. Hat Spaß gemacht, danke schön. Wunderbar. Die nächste Sportarena, wie bereits erwähnt, gibt es mit dem Grand Prix Vorarlberg. Da wird übrigens auch Matthias Brändle mitfahren, der sich doch noch überlegt hat, obwohl er viele, viele Kilometer schon absolviert hat in dieser Saison mit der Vorbereitung, aber er wird dabei sein. Und das alles gibt es bei uns live, wie immer, in der Sportarena. Hohe Wirksamkeit für Ihren Einsatz. Unsere Partner unterstützen mit einer Patenschaft die Sportarena in Vorarlberg. Wir berichten mit unseren Talks und Filmen seit Jahren auch über Sportarten, die nicht immer im Rampenlicht stehen. Eine Patenschaft in der Sportarena ist eine Partnerschaft, die sich lohnt. Für mehr Sport aus Vorarlberg.